Ja, zurück in, ich weiß gar nicht, wie die Abteilung gerade heißt. Ja, egal. In dieser Abteilung halt, ne? Wir wollen hier mal versuchen, die Türe zu öffnen. Geht nicht. Okay. Wir wollen uns die Clue nehmen und hier mal. So, danke. Sehr schön. Und dann wollen wir uns hier endlich mal umschauen. In Ruhe. Weißes Rauschen. Auszug aus weißes Rauschen. Vorhandene und fehlende Wahrnehmung von Herrn Don Rigo. Oder Rigo oder wie auch immer. Der wegen der charakteristischen, einem Rauschen ähnelnden Flecken in den Augen der Opfer weißes Rauschen genannte Zustand ist mehr als nur eine Krankheit. Und es ist mehr als die wilden, fast medizinmannartigen Behauptungen über Psi-Fähigkeiten. Ich erinnere an dieser Stelle nur an Dr. Dayo Iblabla. Es ist der Entzug von Rechten. Es bedeutet, dass Opfer niemals Neuromods erhalten und auch ihre Gehirne nicht kartografiert werden können. Sekunde. Können. Es ist das Ende all dessen, was eine Person ausmacht. Was nimmt sich Transstar heraus, dies zu entscheiden? Wollen wir zulassen, dass sie ein biologisches Kastensystem für die menschliche Rasse etablieren? Gute Frage, nächste Frage. Muni haben wir nicht mehr viel. Ich glaube, hier müsste noch was sein, was ich nicht mitgenommen habe. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Na, siehst du wohl. So. Hebelkraft 1 bringt mir nichts. Wir speichern mal wieder. Ja, ja. Systemalarm. Du mich auch. Halt. Mitnehmen. Hey, wer bist du denn? Wer bist denn du? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Mhm. Ich glaube, das war nicht so gut. Kann ich das mitnehmen? Nö. Psy-Hypo kann ich mitnehmen. Kann ich dich öffnen? Alter. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Scheiße. Alter. Komm. Oh oh, das wird eng, das wird eng. Oh oh. Scheiße. Ja, danke. Kriege ich gleich mal eine verbraten hier. Nice. Lalalalalala, komm. Jawohl. Jawohl. So. War das? Arschloch. Was haben wir hier? Proband, bla, Trevor, Joe Young. Proband wirkt desorientiert, paranoid, nicht sicher, wie viele seines derzeitigen Verhaltens vom Vorfall zuzuschreiben ist. Und wie viel der zurückliegende Neuromod-Deinstallation. Empfehle, ihn weiter unter Beobachtung zu halten. Naja, den brauchen wir jetzt nicht mehr beobachten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Egal. Ja, das hat nichts gebracht, außer Munition verbraten. Egal. Gut. Du hast nichts. Was gibt's denn hier noch? Noch ein Psy-Hypo, den nehmen wir mit. Happy Hippo. Nice. Sehr schön. Gut, da haben wir nichts mehr. Was haben wir hier? Operator. Beantragen neuen Operator. Ja, mach mal. To
Transtar, Peronet, 490 Medizinoperator bereit zum Einsatz. Mhm. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Danke. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So, alles wieder gut. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Nein, will ich nicht, danke. Proband Gustav Leitner, Ergebnisse, Patient positiv auf nicht kleinzelliges Lungenkarzinom getestet. Patient gab bei seiner Anmeldung keine Beschwerden an, bevor er zum Fähigkeitsaufzeichner gebracht wurde. Patient sofort kontaktieren und unverzüglich zum Traumazentrum überführen, falls sich noch auf der Talus aufhält. Lalala, bla bla bla, was auch immer. Whatever, was haben wir hier? Mitnehmen. Gut. Ich hasse diese Geräusche, Alter. So, was haben wir hier? Nichts. Passwort. Kein Passwort gefunden. Okay. Was haben wir hier? Das nehme ich mit. Medikit Fabrikatorplan. Ich glaube, der bringt mir aber nichts, oder? Ich glaube nicht, dass der mir was bringt. So, hier kann ich auch nichts machen. Wo komme ich denn hier hin? Na? Ich traue dem Braten nicht. Ersatzteile. Nur mit Ersatzteile nehmen wir auch mit. Den könnte ich reparieren. Will ich denn den reparieren? Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Tipp. Autsch. Ja, genau das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Medikit, danke. Ersatzteile. Hallo, schön Sie zu sehen. Wer, was, wo, warum? Gut. Nicht genug Platz. Warte mal, was ist das? Durchgebrannte Platine. Nicht genug Platz, Alter. Auch nicht genug Platz. Was haben wir hier? Nichts. Defekter Lüfter. Kann ich auch nicht nehmen. Alter, kann nicht wahr sein. Was haben wir hier? Hallo, wait. Könnten Sie... Bitte, bitte, bitte den Medizinoperator reparieren, der auf Ihrem Tisch wartet. Mhm. Ja, den brauchst du nicht mehr reparieren. Wir haben einfach einen neuen angefordert. Ging ja auch. Wir müssen mal in den Inventar. Ich muss mal gucken, was ich hier rausschmeißen kann. Eigentlich gar nichts, ne? Also das brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, die brauche ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Ganz ehrlich. Teifenköter. Neuromod ist klar. Schrotpatronen brauche ich auf jeden Fall. Alter. Wir brauchen Platz irgendwie. Haben wir hier keinen Gedönse mehr? Ich gehe mal gucken. Habe ich hier keinen? Schön, Sie zu sehen. Naja. Wo sind wir hier? Wer bist du? Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Habe ich hier eigentlich über die Stationierungsanforderungen lesen? Auszug aus den Transtar Arbeitsleitfaden 6.3.3 psychologische Risiken. Studien zeigen, dass bei länger als 3 Monaten stationierten Besatzungsmitgliedern eine signifikante Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verhaltensänderungen und psychischen Störungen besteht. Auswirkungen von Verhaltensproblemen können durch entsprechende Hilfsmittel zur Überwachung der Gemütslage und zur Risikoabschätzung abgemildert werden. Gleichzeitig sollten möglichst viele von der Erde gewohnte Annehmlichkeiten und Freizeitaktivitäten verfügbar sein. Okay, gut. Gut, Programme. Was haben wir hier? Programme. Lalala. Schnelle Transtar-Verhaltensbewertung für lalala. Korrekte lalala. Was ist das? Test neu starten brauche ich nicht. Ich glaube, das brauchen wir nicht.
Zurück. Na, die Steuerung ist auch manchmal ein bisschen. E-Mails. Hallo Matt. Mir hat schon wieder jemand ein Krankschreiben wegen Erschöpfung vorgelegt. Wohl von dir unterschrieben. Ich will nur sicher gehen, dass das Ding echt ist. Bilde ich mir das ein oder kommen wirklich ständig Leute mit Stresssymptomen zu dir? So. Lalala. Trevor Young. Was? Wo? Warum? Weshalb? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er ist ohne Psychoskop in ein Experiment gerannt und es ist aus dem Ruder gelaufen. Wir konnten nichts mehr tun. Sie haben die Kontrolle über ihn übernommen. Ich habe den Verdacht, dass die Typhen andere Lebewesen dazu zwingen können, sich in sie hineinzuversetzen. Vielleicht gelingt es uns irgendwann, den Vorgang umzukehren, damit sie sich in uns hineinversetzen können. Bitte behalten Sie Mr. Young vorerst in Quarantäne. Vielen Dank. Bla bla bla. Okay, hier, was haben wir hier? Neuer Code. Okay, lalala. Bitte halten Sie das Personal Quarantänebereich fern. Wir haben dort einen potenziell ansteckenden Patienten, der unter Gedächtnisschwund leidet. Aktuell soll nur Dr. Cole, ich hineingelassen werde. Bitte ändern Sie den Zugriffscode auf lalala. Talos. Denken Sie daran, gut, sich während Ihres Aufenthalts Dateien an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu Notizen lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst ich mache mir zunehmend Sorgen. Prozedur. Ja, halt die Schnauze. Ich mache mir zunehmend Sorgen um Dr. Calvino. Seine Symptome haben sich von Gedächtnisverlust lalala. Okay, machen wir mal. Weiß ich nicht, ob uns das was bringt. Erzählen Sie mir von dem Traum. Der Traum, ja, er spielt immer in meinem Labor und ich stehe vor dem Looking Glass. Sind Sie allein? Ja. Was sehen Sie da im Looking Glass? Nichts. Zuerst. Ich will es nicht einschalten. Aber ich kann nicht anders. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich muss es einschalten. Und es ist wie der Mittelpunkt eines schwarzen Lochs. Eine immense Dunkelheit. Da ist etwas. Es schwimmt durch die Schwärze. Ich kann es erahnen. Ich erahne seine Form. Es fühlt sich an, als wolle es durchdringen auf meine Seite. Ich muss das Looking Glass ausschalten, bevor es mich sieht. Aber ich wache immer auf, bevor ich dazu komme. Wie sieht sie aus? Die Form im Looking Glass. Vergessen Sie's. Sieht sie aus wie auf diesem Bild? Dr. Calvino, sieht sie so aus? Nein. Nein, das ist, Sind Sie sicher? Wo haben Sie diese Zeichnung her? Haben Sie mich überwacht? Ich will nicht mehr mit Ihnen reden. Gut. Was haben wir hier? Ich hätte schwören können, hier kraucht was. Hier rennt irgendwas rum. So. Gut. Wir gehen nochmal zurück. Wir gucken uns nochmal genau um. Wir hatten ja noch. Was? Ne, da wollte ich nicht hin. Wo war das? Alter. Da nicht. Da auch nicht. Hier, ne? Gut, was haben wir hier? Okay, pass mal auf. Ich gehe mal in Inventar. Wir können den da hier. Ich glaube, das bringt uns gar nicht. Gesundheit ist voll. Also können wir den fallen lassen. Wir können, was haben wir hier? Anti-Rats. Okay, das können wir noch brauchen. Das können wir fallen lassen. Das kann man fallen lassen. Das kann man fallen lassen. Ja, irgendwas müssen wir ja machen, ne? L3. So. Gut, dann kann ich den defekten Lüfter mitnehmen. Dann kann ich durchgebrannte Platine mitnehmen. Dann kann ich, weiß ich noch nicht so genau, das da bringt mir alles nichts. Das bringt mir auch nichts. Das ist nicht wichtig. Mikrowelle.
Aalreste, naja. Das kann ich im Prinzip recyceln. Wieder kein Platz, Alter. Wir lassen einfach, was haben wir hier? Zufall Dümsum. Eine Schüssel zufällig zusammengestellter Dümsum von... ja, das können wir übertragen. Dann können wir dafür das da hier mitnehmen. Ne? Das da können wir mitnehmen. So. Erstmal. Und dann weiß ich noch nicht so genau. Da ist der Inventar voll. Alter Schwede. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Wir speichern. Ja, ist schön, dass du das schön findest, mich zu sehen. Gehen wir hier nochmal rein. Was haben wir hier noch? Nichts Wichtiges. Da haben wir noch. Vertrauten Ort. Was ist das? Achso, das brauche ich doch nicht. Das ist doch scheiße. Das kann ich sowieso nicht mitnehmen. Alter. Was haben wir hier noch? Dateien. Den da. So. Diese Psychotests sind Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Wie auf der Erde? Das war etwas anderes. Was das? Wut, Probleme mit Autorität? Ein Jahr Therapie klingt nicht gerade harmlos. Diese Informationen sollten eigentlich vertraulich sein. Sind Sie wütend? Allmählich ja. Sind Sie sexuell aktiv? Oder aktuell nicht? Nein. Ich dachte, Sie und Miss Foy, die Sanitärtechnikerin, wurden zusammen gesehen. Sie ist die Leiterin des Sanitärbereichs und wir haben keine Beziehung. Nicht mehr. Ach, und diese Trennung hat mich geärgert? Probleme mit Scheiße, ich bin fertig hier. Melden Sie mich ruhig den News, ist mir egal. Sie bringen die Station in Gefahr, so wie bei Transtar North und auf der Erde. Dreckskerle, Sie werden das unter Ihrem Psychoscheiß begraben. Ach, noch was. Okay. So. Dann kann ich das jetzt erstmal mitnehmen. Und dann kann ich hier vielleicht noch was mit, das eine oder andere mitnehmen. Daten. So. Den haben wir auch noch nicht. So. Sarai, kommen Sie rein. Sarah. Aber nennen Sie mich Chief Eleazar. Mhm. Matt. Matthias, bitte. Entschuldigen Sie, aber laut meiner Daten heißen Sie Sarai. Das hatten wir schon. Hallo. Meine Mutter hat den Namen ein wenig angepasst. Geht das jetzt 59 Minuten so weiter? Dann können wir die Sache auch abkürzen. Wir haben über Ihre Mutter gesprochen. Ich dachte, vielleicht könnten wir heute über Ihre berufliche Laufbahn reden, die sich daraus ergeben hat. Der Militärdienst war keine Flucht vor Ihrem Gemecker, Matt. Ich war einfach... rastlos. Und das hat sich gebessert? Sind Sie jetzt nicht mehr rastlos? Es geht mir gut. Ihr letzter Einsatz war die Evakuierung und in den Berichten darüber... Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. 100 Zivilisten für jeden verlorenen Soldaten. Ja, tragisch. Dennoch, Soldaten unter Ihrem Kommando zu verlieren... War es wert, sowohl für die Überlebenden als auch für den Frieden in der Region. Einen verlorenen Kampf zu führen, nicht gegen feindliche Truppen, sondern gegen eine Art Naturkatastrophe. Es war nicht natürlich, es war das Werk von Menschen. Es hat mich auf das hier vorbereitet, Dr. Cole. Auf dieser Station ist es das Gleiche. Es wird eine Katastrophe geben. Wir sind gut ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Die Forschung ist gefährlich. Die Ergebnisse geheim zu halten ist gefährlich. Daran besteht ja wohl kein Zweifel. So, so. Gut. Charakteranpassung benötigt. Okay. So, wir könnten eigentlich mal so ein Recycler-Dingens brauchen. Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion.
Charakteranpassung benötigt. Okay, was haben wir hier? So. Da ist nichts. Gut. Ein paar neue Infos. Ein Recycler wäre nicht schlecht eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass hier einer ist, oder? Mhm. Da. Aber den kann ich wieder nicht reparieren, ne? Was ist das? Maschinenlabor. Ja, genau, ist der Maschinenlabor. Da will ich jetzt aber eigentlich noch nicht hin. Nicht so wirklich. Wobei, da war ein Recycler, ne? Wisst ihr was? Wir gehen mal da rein. Ins Maschinenlabor. Und dann gehen wir nochmal zurück. Hallo? Dann gehen wir nochmal... Wo war das? Da. Jawohl. Ich habe nicht gespeichert, verdammt. Ja, wir gehen ins Maschinenlabor, weil da gibt es nämlich einen Recycler und einen Herstellungsgedöns und einen weiß ich was. Ja, ich habe jetzt meine komische Spielzeugwaffe weggeschmissen. Aber scheiß drauf, ganz ehrlich. Wobei, die theoretisch können wir die auch wiederholen, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe die eh noch nie benutzt. Ich meine, das kann natürlich jetzt auch ein Fehler sein. Man weiß es nicht, ob es ein Fehler ist. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute mal, wir werden es rausfinden. Jawohl. Ja, Maschinenlabor. So. Och nö. Nicht doch. Na komm, du Arsch. Schön. Wieder kein Platz. Ja, sehr schön. Was wir aber mal machen könnten. So. Da können wir noch einen reinpfeifen. Und davon brauchen wir nichts. Okay. Alter. Was war das? Nicht genug Platz. Okay. Gut. Oh oh. Da rennt noch mal einer rum. Schweinerei. Hardware Labs. Okay. Da müssen wir hin. Beziehungsweise da will ich eigentlich hin. Ich nur mehr Muni hätte und Zeugs. Ah. Wo ist der Arsch? Wir speichern. Wo ist der Arsch? Penner. Was? Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich glaube ja. Okay. Was hast du? Arschgesicht. Wo ist der? Penner?
Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So. Ich möchte Ihren Rang schweißen. Was willst du? Problem gefunden. Scan abgeschlossen. Ah! Arschloch. So, Penner. Wie kein Platz. So, Alter. Schwachmaten hier. Ja, das hatten wir ja schon mal. Gut, damit haben wir aufgeräumt. Oh, nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wo ich da durchkomme. Danke. Lalalalalala, ich bin nicht da. Was ist das Gesicht? Wo ist das Sackgesicht? Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Nein, da nicht. Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? Wo ging es denn hier noch gleich hin? So. Nee, ich glaube, hier bin ich auch falsch. Hier bin ich auch falsch. Das ist nicht das, was ich suche. Komme ich da rein? Komm. Sehr schön. Toll. Willst du mich verarschen? Nice. Lade nach. Mhm. Okay. War doch hier irgendwo, oder nicht? Flucht. Alter. Da oben? Aber da wollte ich ja nicht hin. Ich will in dieses Labor. Ich glaube, das ist da hinten. Ne? Ging es da nicht irgendwo durch? Ja. Na, geh runter, komm. So. Sehr schön. Mhm. Und dann, was haben wir hier? Monitor, Tür. Ich weiß nicht, ob mir das überhaupt was bringt. Hier kann ich noch was mitnehmen. Da bräuchte ich Hebekraft 3. Wir könnten mal was testen. Warte mal, ich gehe mal außen rum. Mal gucken. Ne, hier habe ich keine Chance reinzukommen. Okay, da hat es jede Menge Stuff, den ich haben will. Egal, wir gehen erstmal da hoch. So ist der Plan. Wir gehen erstmal da hoch. Geh da hoch, Alter. Gehst du vielleicht da hoch? Gehst du da hoch?
gehst du da hoch. Danke. So, da haben wir nämlich einen Recycler. Sehr schön. Was brauche ich noch nicht? Was ist das? Ja, die kann ich noch übertragen. Die brauche ich auch nicht. Gut. Gut. Wir recyceln einmal. Nice. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Sehr schön. Nice. Gut. Jetzt hoffe ich, dass wir hier ein bisschen was zusammenkriegen. Ja, nice. Gut, wir machen 9 mm Neuromod, Medikit, Schrotpatronen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Herstellen. Sehr schön. Da kann ich nochmal welche machen. Ein Medikit kann ich machen, den Neuromod kann ich machen. Schrotpatronen kann ich nochmal machen. Nice. Fuck it. Die Neuromod kann ich jetzt nicht mehr machen, ne? Medikit könnte ich noch machen. EMP-Ladung bringt mir nicht so viel. Kann ich doch noch mehr machen? Anti-Rats brauche ich nicht. Eigentlich. Okay. So viel zu dem Thema. Gut. Wir speichern einmal. Schrotflinte. Lade nach. Nice. Das sieht gut aus. So, und jetzt würde ich gerne da reinkommen. Die besten Chancen hätten wir wahrscheinlich hier. Gucken wir mal. Keine Ziele, ne? Okay, gut. Was ist eigentlich damit? Nice. Komm. Komm, komm. Das muss doch gehen. Verflucht. Geht nicht. Nee. Was ist das denn? Kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Scheiße, ich dachte, ich käme da vielleicht rein. Neuromods, wie viel habe ich davon? Eine, bringt mir nichts, okay. Das ist scheiße. Es muss einen Weg da reingeben. Irgendeinen Weg gibt es bestimmt da rein. Wie komme ich da rein? Mit Hebekraft schon mal nicht. Weil die bringt mir nichts. Und wie, ob wir das schaffen, wie das weitergehen wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Prey. Ich verabschiede mich. Have a nice day. Gerne einen Kommentar da lassen, gerne ein Like, gerne ein Abo. Bis dahin. Ciao. Ciao. Was zum Teufel hast du getan? Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Hallo Morgan. Hallo Morgan. Harter Tag, harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet. Du hast die Typhon erlebt. Sobald der Test beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Achtung! Dies ist ein stationsweiter Notfall. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, ist alles aus. Die Tests. Sie haben dich verändert.
Tut mir leid. Es gibt keinen anderen Weg. Alles vernichten. Sobald Sie bereit sind, Morgan.